Und nun erkläre ich Ihnen die 6 Schritte zur Rückgewinnung. Nummer 1. Entschuldigen Sie sich aufrichtig. Zu oft klingt eine Entschuldigung so: Oh, tut mir leid. Das ist nicht aufrichtig. Entschuldigen Sie sich aufrichtig. Nummer 2. Beziehen Sie den Kunden ein. Er hat Sie vor ein Problem gestellt, beziehen Sie ihn ein. Etwa, wie sollen wir die Sache angehen? Was können wir tun, damit Sie zufrieden sind? Wer von Ihnen hat das schon einmal gemacht? Sie standen vor einem Problem und fragten einfach, wie sollen wir vorgehen? Wie sollen wir die Sache für Sie erledigen? Und wenn Sie das tun, geschieht üblicherweise Folgendes. Der Kunde wünscht sich für gewöhnlich etwas, was viel einfacher ist als das, was Sie für ihn geplant hatten. Das ist doch wunderbar. Und er freut sich, weil er bekommt, was er will und nicht das, was Sie ihm geben wollten. Drittens, lösen Sie das Problem. Lösen Sie das Problem, aber nicht die Schuldfrage. Es ist so leicht zu sagen, niemand hat mir gesagt, dass die Lieferung nicht angekommen ist. Ich weiß auch nicht, was in der Buchhaltung los ist. Niemand gab mir eine Anweisung. Dem Kunden ist es egal, was passiert ist und wer schuld ist. Er will nur, dass das Problem gelöst wird und zwar schnell. Lösen Sie es. Vierter Schritt, tun Sie etwas extra. Tun Sie etwas extra. Denken Sie darüber nach. Der Kunde ist verstimmt. Bieten Sie ihm etwas Besonderes, um sein Vertrauen zurückzugewinnen. Der fünfte Schritt, nachfassen. Vergewissern Sie sich, dass alles wieder okay ist. Und sechstens, und es geht mit fünftens Hand in Hand, fragen Sie nach neuen Aufträgen. Ich bin ganz sicher, Sie erhalten Folgeaufträge, wenn Sie diese 6 Schritte beachten.